Der Bohnenkamp-Preis, das Finale der Youngster Tour, die jungen Pferde hier in der Arena Nova Samstagmorgen. Ja, man könnte sagen, Jonathan Botkiewanok, denn der Sieg geht diesmal nach Ungarn. Szentirmay Péter, also Péter Szentirmay mit zwei Pferden am Start. You presented two horses in this class. By the way, do you want to speak English or German? Wollen Sie lieber Deutsch sprechen? Deutsch, Deutsch. Doch, wird jetzt gar nicht geklärt. Péter Szentirmay, dort ist zwei Pferde hier am Start im Finale der Youngster Tour. Mit Express dann letztlich vorne. Hast du damit gerechnet, dass Express das bessere, sicherere Pferd vielleicht auch sein wird? Es ging ja letztlich dann auch darum, im Stechen null zu bleiben. Ja, ist schon ein ganz gutes Pferd. Und andere ist auch schnell, aber leider einen Fehler gehabt. Gleich bei zweiter Sprung. Ja, so ist Express gewonnen. Es war natürlich dann auch für dich ein bisschen schwieriger vielleicht, weil du ja auf das zweite Pferd auch noch umsteigen musstest, vielleicht auch die Leute nicht allzu lange warten lassen wolltest. Hast du dir trotzdem genug Zeit genommen für das zweite Pferd? Ja, habe ich schon Zeit genug genommen. Kleiner Fehler kann leider Gottes immer passieren. Lass uns über den Parcours kurz sprechen. Péter Schumacher hat hier für die jungen Pferde über die letzten Tage sehr anspruchsvolle, aber auch aufbauende Parcours gebaut, glaube ich. Wie siehst du das? Wie? Die Parcours von Péter Schumacher von Donnerstag, Freitag und jetzt ins Finale. Wie waren die für dich, für die jungen Pferde? Ja, das war ein ganz gutes Pferd. Das war ein ganz gutes Parcours. Alle Tage. Nur ja, hier ist ein bisschen Platz ist klein. Halle, das ist schwierig hier. Sonst, ja, die Parcours war ganz, ganz gut. Ist natürlich, das sagen alle, die große Herausforderung des Messeturniers hier in der Arena Nova direkt nach der langen Sommersaison auf den großen Plätzen plötzlich wieder in die enge Halle mit der ganzen Atmosphäre. Péter, es freut mich, dass du hier gewesen bist. Gratulation zu diesem Sieg. Dankeschön.